Grüß euch Gott, Sepp ist wieder da, Waldhornberg. In meinem Urlaub tue ich das gleiche wie daheim. Ich schaue, dass ich möglichst viel rauskomme in die Natur und diese beobachten kann. Und ja, so viel essbare Sachen. Weil ich wieder was Essbares gefunden habe, das passiert häufig, zeige ich euch das da. Das ist die Wiesenglockenblume. Wiesenglockenblume. Wird noch größer, teilweise richtig doppelt so groß. Und ja, ist wieder eine essbare Pflanze. Wie immer, Lerner und Studierende, das zeigt bitte selber. Ich zeige euch nur eine grobe, große, hoffentlich Übersicht, was es so gibt draußen. Und es ist jede Menge. Die ganze Pflanze ist verwertbar, aber hast du irgendeinen holzigen Stiel? Muss man ja nicht essen. Der Rest ist sehr gut, leicht krautig, ein bisschen rapsartig, aber auf jeden Fall ein nettes Pflanzl. Wiesenglockenblume. Oft in rauen Mengen vorhanden, leicht verfügbar und die Pflanzen für heute wieder. Schauen wir weiter. Bis bald. Schönen Tag euch miteinander. Servus, Sepp, und weg. Ciao.